Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Amnesia Dark Descent mit Million Pyrus. Wir machen weiter. Und jetzt hier, hier in unserem schönen, ja, Chemielabor. Und wir wissen jetzt, die Chemikalie herstellen. Experimente im Labor haben bewiesen, dass sich aus der Kombination von vier Chemikalien eine starke Säure ergibt. Chemische Untergänze sind vom Labor in den Weinkeller umgelagert worden. Das organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie, kann es aufgelöst werden. Genau, das sind unsere drei Ziele, die wir heute angehen werden. Ja, legen wir los. Beim Chemielabor werden wir ja wohl relativ easy noch kommen. Hoffe ich mal. Gibt immer gute Dinge. Nichts mehr. Ich habe den letzten mal schon gesehen bei der Grafik. Ja, weil das für euch, ja genau, war jetzt für euch mal ein bisschen heller. Weil letztes Mal war es immer ein bisschen dunkel. Ja. Boah, ja klar, das Spiel ist auch ein bisschen dunkler. Deswegen habt ihr es nicht dunkel. Aber damit ihr es ein bisschen heller habt. Habe ich es noch ein bisschen heller gemacht. So. Ja genau, jetzt geht ein bisschen mehr. Ich hatte jetzt auch nicht immer mit der Lampe hier durch die Gegend laufen. Was soll ich machen? Ein Geschmack von Rosen lag an seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er. Genau wie der beim Konsulat in Konstantinopel. Mhm. Okay, der Weinkeller war hier, ne? Wieder verschlossen und lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Oh. Okay, also dann müssen wir nach oben in die Archive. Okay, was ist hier? Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durqueren. Er nahm sich einen Besuch vor, um sein schlechtes Gewissen gegenüber den vernachlässigten Familien zu beruhigen. Wie sieht das denn hier aus? Das ist doch richtig einladend. May 16, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Oh, kann das sein, dass er das hier hergebracht hat und dass das dieser. Ist das ein schrecklicher. Was? Oder es wäre nicht schlauer, wenn die von unten. Oh, ja, genau, wenn ich so rumöffne. Das sind diese Viecher, ne? Ja. Hallo? Nicht, wo hier irgendwas ist. Danke. Wie sieht denn. Okay, leichte Kopfschmerzen.
müssen aufpassen. Ich weiß halt auch nicht, ob jetzt hier ein Monster ist. Also hier ist ja immer ein Monster, das wissen wir ja schon. Aber wann es kommt, ob es sich vorher ankündigt irgendwie, einmalig, oder ob es einfach da ist, oder bis die Zeit kommen kann, wenn man unvorsichtig ist. 17. May 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Hey. Er war gefangen. Na gut. Und wie endet diese komische Expedition? Alte Bände. Frage natürlich immer, ob er dann bekloppt wird. 17 Stück haben wir mittlerweile. Nichts drin. Jetzt hier nicht öffnen, ist abgeschlossen. Okay. Okay, warte, sollen wir mal draußen gucken? Ah, okay, wir sind mitten im Wald. Irgendwo ein Schloss mitten im Wald. Hier waren wir schon, ne? Hier hat's angefangen, ne? Hier ist dann... Ah, die Eingangshalle, okay. Also, wir haben nichts vergessen. Achso, wir sind noch einen kleinen Umweg gegangen. Okay, aber das ist nicht schlimm. Da ist nichts drauf. Und dann Bild ist auch nichts. Hier hinter auch nicht, ne? Nö. Okay, gut. Na gut, momentan ist noch alles relativ ruhig, ne? Und von geht das ja noch bis auf so einen natürlichen Attacken. Was ist das? Man kann ernsthaft nicht spielen, schade. Was war das?
Oh oh. Oh gut, ist wohl nur etwas eingestürzt. Giving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Okay. Oh oh, also irgendwas ist bei der Expedition. Waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Okay. Einmal anfassen. Closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okay, und ich glaube, dass das sehr, sehr viel damit zu tun hat, was wir getan haben. Der Kopf drin und die Hände zittern. Auch noch. Königreich von Preußen, Mittelpreußen. Okay, noch ganz viele andere Karten. Gut, wenn man weiß, was hier eingestürzt ist. Schätz mal. Scheiße. Verdammt, wir sind jetzt hier gefangen. Oh Mist, wir müssen einen anderen Ausgang suchen. Scheiße, das hat mir noch gefehlt. Na gut. Boah. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble, and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Also, wir hatten mal Bedienstete. Okay, wo sind sie jetzt? Sind die tot? Hat der Schatten sie geholt? Und jetzt spielt für uns jemand Klavier. Ah, wie sympathisch. Die Tür zum Geschichtszimmer ist versperrt. Es gibt einen anderen Eingang. Wenn den Schlüssel zum Weinkeller ist, Vermente. Ja. Im Labor haben bewiesen, dass sie aus der Konvention erfahren, wissen wir. Achso, muss einen neuen Weg herausfinden. Ach. Wirklich. Moment mal. Zwar zerbreche ich, aber nicht mit der Hand. Also, was gegen Schmetter? Warte. Oh, spinnen wir das mal dagegen. Vielleicht hilft das. Zielen und Schuss. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then.
Ja, das hatten wir schon. Es gibt eine Art Geheimmechanismus in der Tür zum Geschichtsraum. Ja, okay. Gut. Aber wir das Öl mitnehmen. Ich hab bald genug davon. Aber ein Tag geht doch ziemlich ganz gut. Also. Ah, okay, ich muss vorlesen. Hissige, was soll das heißen? Folklore? Ist es ein C? Was ist ein Buchstabe? Nee, nicht. Nur wenn es zwei Striche. Ne, F, ne? Folklore. Hissige Folklore. Altstadt und Schloss Brennenburg 1801. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon umgeben. Geschichten des Dörfchen und das benachbarte Schloss Brennenburg. Die ruhigen, bewaldeten Berge mit ihren dazwischen liegenden Seen bieten einen wundervollen malerischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet und den Durchreisenden bietet sich hierbei Gespräche mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen, doch es gibt etwas, was sich in allen wiederholt. Die Sammler. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten, die ihren Dienst aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald vertiefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper, von ihren verdorbenen Seelen gefertigt, entstellten sich und ihr Wesen veränderte sich. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschreibt sie als grauliche Wiedergänger. Sie ziehen still bis unter Holz und scheuen vor jedem zurück, der sie sehen könnte. Sie werden Sammler genannt, denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Man kann ihre Opfer um ihr Leben in Kämpfen hören. In feuchten Leinensäcken, die die Sammler hinter sich herziehen und die ihre Anwesenheit verraten, welche dunkle Ziele mögen sie verfolgen? Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz, und er wird in vielen Aufzeichnungen der Zeit erwähnt. Eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle auf den nordwestlichen Leichtungen zu erforschen und wohl nie wieder gesehen. Es heißt, er starb etwa 10 Jahre später in Grenoble. Er streitet ab, jemals in Altstadt gewesen zu sein, und man fragt sich, was damals wirklich passiert ist. Wie war dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen in den Wäldern suchte, und was ist ihm zugestoßen? Der unsterbliche Baron. Der Baron von Brennenburg. Er lebt mit seiner Familie ein zurückgezogenes Leben auf seinem Schloss nahe Altstadt. Und wie es bei den meisten adligen Geborenen der Fall ist, hat auch er nicht nur den Titel, sondern auch Gerüchte geerbt. Erforscht man die Geschichte, lässt sich nur wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Es wurde später von Alexander, einem Edelmann aus dem Rheinland, wieder errichtet, der die Rolle des Beschützers des preußischen Staates für sich beansprucht. Durch Alexanders Hilfe begann die Region zu florieren, wodurch er sein ganzen Leben lang hohes Ansehen genoss. Die Familie war immer sehr verschwiegen, was Abstammung und Erbe betraf. Die Geburt und der Tod Alexanders und seines Nachkommens konnten daher nie vollständig dokumentiert werden. Das führte zu der Annahme, dass der Baron vor 300 Jahren aus dem Westen herkam, in der Zeit der Besetzung hier lebte und wie die großen Führer des Landes den begehrten Orden des Schwarzen Adlers beitraten. Okay. Ne, hinten haben wir Licht. Ist eine Tür? Ein Luftzug, ein scharfes Licht scheint hindurch in dem Regal hervor. Es wird eine Möglichkeit geben, hineinzukommen. Okay, also.
Gott, das hilft nicht. Ja, Moment schon. Hilft auch nicht. Ah. Sehr schön, okay. Ich muss sagen, bis jetzt geht es ja auch noch mit den Rätseln, ne? Den Schlüssel für den Weinkeller. Okay. Gut. Und ich würde sagen, was uns da drin erwartet, was uns da draußen erwartet, das gucken wir uns in der nächsten Folge an von Let's Play Amnesia Dark Descent. Ich danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Euer Pyrus. Tschüssi.